Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stray. Ja, wir hatten ja die Wohnung jetzt passiert und haben unsere kleine B-12, die Drohne, mitgenommen. Befreit, aktiviert und mitgenommen. Und jetzt sieht es ja nach einem lustigen Abstieg aus in dem Eimer da vorne. Ja, da würde ich sagen 3, 2, 1 und go! Ist ja cool. Mal von vorne, von der Seite wieder. Es sieht einfach unheimlich schön aus, das Spiel. Wirklich. Bin normal kein Freund von storylastigen oder linearen Adventure-Story-Spielen, aber Stray hat irgendwas, das selbst ich es spielen will. Die Außenwelt kommt nun. Sagt. Er glaubt, er wäre schon mal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem ich komme? Er hat versprochen, dass nur er dorthin gehen würde. Nur wem? Die Postkarte, das Mordbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay. Haben wir eine Postkarte? Oh, woher die Erinnerung hat. Gute Frage. Okay, die Erinnerungen sind scheinbar Collectibles. Also sind nicht wirklich relevant oder wichtig für den Spielverlauf. Aber okay. Ich habe gesehen, es gibt doch ein Achievement, dass man das Spiel in unter 2 Stunden abschließen soll. Oder wenn man das macht, gibt es ein Achievement. Ja gut, wir nehmen uns jetzt hier Zeit. Ne? Es soll ein Let's Play sein und kein Speedrun. Ich bin der Letzte, der mit Speedruns große Erfahrung hat. Wird das wahrscheinlich eh nicht hinbekommen. Okay, jetzt müssen wir hier übers Geländer laufen, wahrscheinlich. Darüber aufs Dach. Geht's da hoch? Nein, geht's nicht. Okay, und jetzt hier. Einfach nach unten. Ja, da sind wir dann hier unten. Ah ja, da können wir wieder weiterfahren. Aber ich will ja nichts verlieren, vergessen, whatever. Ah ja, hier war aber auch nichts. Wir können dieses Schild nur übersetzen lassen von B12. Steht drauf Sicherheitszone. Okay. Dann auf eine weitere Fahrt mit dem Eimer. Oh. Hier unten ist die Hölle dieser komischen Viecher. Ich glaube, wir müssen gleich wieder wegrennen. Ja, das haben wir zu spät bemerkt, dass bitte eigentlich, sobald wir im Eimer sind, dann raus müssen, wenn der anhält, und so schnell wie möglich wegrennen müssen. Ja, das hatte ich jetzt leider nicht beachtet oder zu spät gemerkt. Weil es an sich so ein friedliches Spiel ist und dann plötzlich hast du ein Encounter mit lauter Gegnern. Und ja, nicht wirklich wenig, das ist ja ganz massiv. So, jetzt aber raus und schnell weg. Hier hoch werden die ja hoffentlich nicht kommen. Ah ja, neues Kapitel, die Slums. Ja, sieht ja auch nicht sehr schön aus, aber es trifft auf die gesamte Spielwelt zu. Oh, da haben wir jemanden erschreckt. Und hat gleich Alarm ausgelöst. Wow. Mögen die ja keine Katzen. Sirene losgegangen hier in Game. Ich war jetzt kurz gerade meine Kopfhörer absetzen, weil ich dachte, es ist vielleicht hier.
Alles gut, es ist nicht hier, es ist in-game. Aber es hört sich verdammt nach Außenumgebung an. Okay. Warum haben alle so panische Angst vor mir, vor der Katze? Oder ist es gar nicht wegen der Katze, sondern... Okay, er wird mit uns sprechen. Dachte ich. Vielleicht sollten wir direkt einfach mal zu ihm, mit ihm sprechen. Ja, dieser Roboter scheint keine Angst zu haben, ja? Lass uns mit ihm reden. Okay. Ich werde trotzdem... Okay, man kann jetzt hier nicht weiter, ohne dass man mit ihm geredet hat. Okay. Okay. Unverständliches DOS-Gequatsche. Ja, sie scheint eine eigene Sprache zu haben. Ist auch logisch, sind ja Roboter. Du bist kein Zurück, nein. Ach, die Zurück sind diese ekligen Viecher, die uns jagen. Okay. Sind mit deiner Art nicht vertraut. Ah, ihr kennt ja keine Katzen, okay. Bist in unserem Dorf willkommen, solange niemanden frisst. Ja, okay, jetzt haben sie schon mal bemerkt, dass wir nicht böse sind. Ja, vielleicht kennt er einen Weg hier raus. Wir sollten uns mal mit ihm unterhalten. Gegenstand zeigen. Die Postkarte. Und den von der Außenwelt, lächerlich. Der Auftrag ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldlern. Wir sind jetzt alle weg, außer Momo. Kannst du mit ihm so reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben im Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Na cool, dann müssen wir noch ein bisschen mehr jetzt hier oben. Sollten wir auf jeden Fall mal hin, um Momo zu treffen. Drücke um B12. Um Hilfe zu bitten. Ja. Alles klar. Das machen wir dann. Aber hier ist ein Basketball. Da ist auch ein Eimer. Wow. Das war Mist. Der Ball wieder da hoch? Geht das? Nee. Ne? Der macht was. Okay, der verkauft Stromkabel gegen irgendwas. Aha. Der verkauft hier allerlei Krempel.
Okay. Sind froh, sich verteidigen zu können. Aber mit dem können wir nicht weiter interagieren. Das ist alles, was er zu sagen hat. Ja, aber hier, dann gebe ich aus wie ein Zurk. Ja, okay, das ist aber als sehr eingeschränkt in der Möglichkeit der Interaktion Musik ändern. Haben wir irgendeinen Code freigelegt. Eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Okay, an irgendwelches Essen. Okay, das Bild will keiner haben. Aber ich dachte, vielleicht können wir den vielleicht etwas helfen. Okay, hier waren wir, glaube ich. Hier ging es zu dem Basketballfeld. Basketballfeld. Hier lag irgendwie der Eimer und der Basketball, glaube ich. Ja, ja, ja. Hier geht's wieder die Treppe runter, dann ist hier unten der Ball irgendwo hängen geblieben. Aber ich habe leider auch den Ball irgendwie aus den Augen verloren. Er ist nicht mehr hier. Ah doch. Ah ja. Hui. Ja, das ist ein bisschen ein Gezappel. Jetzt ist er doch wieder sehr hoch, oder? Habe ich mich da verguckt? Er ist wieder hier oben. Es ist also schon noch möglich, den Ball, wenn er erstmal unten angelangt ist, wieder hoch zu kicken. Jetzt ist die Frage, wo rollt er hin? Da ist der Eimer.
Okay. Basketball? Anyone? Hallo? Bist du jetzt die andere Treppe runtergerollt? Nee. Das ist nicht dein Ernst. Wow, das ist echt nicht so einfach. Ja, lassen wir das. Okay, ich werde morgen 374 Jahre alt. Die Weichen haben uns diese Stadt hinterlassen. Sonst sind die Menschen hier alle ausgestorben. Dann haben den ihren ehemaligen bediensteten Robotern das Ganze jetzt. Ja, ich kann schnurren. Ich meine, ich kann miauen. Ja. Guck, guck, guck. Schätze im Müll. Okay, muss ja irgendwo auch wieder weitergehen. Gibt es zur Strömung? Ja, da könnten wir die Stromkabel kaufen, dann können wir die ihr geben, aber... Aha, also bei ihr das beliebt machen. Okay. Sie brauchen die Stromkabel. Omas Kleidung, naja, die versorgt die ganzen hier mit Kleidung. Okay, sucht jemanden, der den Sicherheitseingang überwacht. Okay, also dass der andere hier verkauft, ist hier schon relevant. Aber das können wir alles nicht benutzen, da wir die entsprechenden Sachen nicht dabei haben, die Energy Drinks. Ruhe den Frieden, ihr Menschen. Ja, die Menschen sind ausgestorben. Haben wir wieder eine Erinnerung gefunden? Oh, können wir hier die Energy Drinks rausholen? Geht das?
Jawohl, ja. Energy Drink. Kann ich da noch einen haben? Oh nein, das geht nur einmal. Okay. Türschaben. Sieht aus wie eine veritable Sackgasse. Aber wir haben doch jetzt einen Energy-Drink, gell? Können wir ja eigentlich... Hier ist wieder Omas Blumenladen. Nein. Omas Klamottenshop. Aber dann war ja hier... Ja, da waren wir beide. Dann war ja hier nicht, aber hier auch nicht, hier unten. Dann kaufe ich da jetzt was, oder? Was Stromkabel. Was kostet das Stromkabel? Achso, Reinigungsmittel. Nö, habe ich nicht. Notenblatt. Ja, dann kaufe ich das Notenblatt. Neuer Gegenstand, Errung, Notenblatt. Sehr schön. Verkauft auch noch das hier. Ja, 3 Dosen Energy Drink, das ist eh zu viel. Okay, das hat er und das Stromkabel hat er. Ja, mit dem Notenblatt können wir dann... Das können wir dann ja abgeben und dann haben wir hier auch was vollbracht. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Da werden wir dann hier nochmal im Dorf dieser Einwohner, der Roboter, landen werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.